Ja, grüß euch. Wir sind hier in Ischgl, in unserem Skigebiet, auf 2300 Meter. Das ist eigentlich der zentrale Punkt für uns, die Idalpe. Da haben wir sehr gute Bedingungen zum Skifahren. Wir haben eine Kunstschneeunterlage im gesamten Bereich eigentlich für alle Pisten, was wir geöffnet haben, ca. 20 cm. Das reicht leicht für die ersten Wochen, für Weihnachten hin werden wir noch mehr herkriegen. Besonderheit ist heuer, dass wir einfach keinen Naturschnee haben. Aber Gott sei Dank hat jetzt gemeldet, aufs Wochenende hin, meldet für ganz Tirol Neuschnee. Und dann können wir natürlich unser Skigebiet bergig herrichten für Weihnachten und auch die anderen Skigebiete können alle in Betrieb gehen, das ist sehr wichtig. Wir haben an die 1000 Schneekanonen, mit denen haben wir jetzt die letzte Zeit sehr viel beschneit. Wir haben ungefähr 470.000 Kubikmeter Wasser gebraucht bis jetzt und haben noch einmal so viel Wasser in der Reserve. Überraschend gut, ja, fantastisch zum Fahren, Piste speziell gut, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wunderbar präpariert. Ja. Wenig Leute natürlich, ja. Alles perfekt. Das Skifahren ist super, wir sind heute Morgen gestartet und, und ja, es ist schade, dass es nicht mehr Schnee da ist, aber eigentlich, man fährt wirklich gut, muss ich sagen, also ich bin zufrieden. Die Schneeverhältnisse sind gut und ja, prima Anlagen. Heute ist er wieder sehr gut. So, die Schnee, Sie können das von mir wieder so präparieren. Das ist kein Problem.